Hallo liebe Leute, ich bin's wieder, euer Coach Markus. Und jetzt geht's ums Immunsystem und die Muskulatur zusammengepackt in einer Metapher gleich. Was hat das jetzt in dieser Situation zu tun? Relativ viel, weil hinterfragen das Ganze. Muskulatur und Immunsystem besteht aus überwiegend Eiweiß, aus Protein. Der Körper, wisst ihr, besteht aus etlich Millionen von Zellen. Man spricht von 80, 30 bis 80 Millionen Zellen und bis zu das Zehnfache an Bakterien. Und das überwiegend in unserem Magen-Darm-Trakt, sprich im Immunsystem. Das Immunsystem ist so krass wichtig. Und genauso wie wir den Muskel zum Wachsen bringen können, können wir auch das Immunsystem stärken. Wie machen wir jetzt den Muskel größer? Muss ich euch nicht erklären, wisst ihr. Natürlich durch Muskelaufbautraining. Mit den richtigen Bausteinen, Protein noch reichlich zuführen, passt super. Was passiert aber, wenn wir den Muskel nicht mehr reizen, nicht mehr den Druck geben? Richtig, er verschwindet jeden Tag am Anfang, die ersten paar Wochen nach Beendigung des Trainings, 0,6% des Muskelanteils Tag für Tag. Das ist ganz, ganz gravierend und heftig. Das Immunsystem, ähnlich. Das Immunsystem braucht Druck, braucht Belastung, braucht Einflüsse von draußen. Wenn du dich jetzt immer schützt, so wie wir das jetzt gemacht haben, in dieser Quarantäne, sich in die vier Wände einquartieren. Am besten noch mit Mundschutz dann, ja, in der eigenen Wohnung oder im eigenen Auto, wie man es auch teilweise sieht, dann wird das Immunsystem abgeriegelt von den äußerlichen Einflüssen, die das Immunsystem aber braucht, um da zu bleiben, wie der Muskel, der auch immer den Reiz braucht, sonst verschwindet der. Sprich, das Immunsystem wird in so einer Situation, in der viele jetzt sich befinden und sich freiwillig hineingedrückt haben, in Quarantäne, und jetzt noch mal mit Mundschutz überall, dass bloß alles steril ist. Was meint ihr, was passiert? Das Immunsystem wird schwächer. Ja? Punkt. Okay. Jetzt. Bam. Muskelaufbautraining startet wieder. Die erste Einheit. Was passiert? Richtig. Muskelkater des Todes. Überall. Denn der Muskel ist das nicht gewohnt, diese Reize wieder zu bekommen. Und es passieren Muskelverletzungen, ganz kleine Faserrisse. Das ist der Muskelkater. Und dann mit den richtigen Bausteinen wieder wird peu à peu die Muskulatur wieder aufgebaut. Das ist eine tolle Sache. So soll es sein. Super. Immunsystem. Wir haben es auch runtergeregelt, so wie jetzt die Muskulatur zurück, ja, wisst ihr. Und jetzt Maske ab. Wir gehen wieder in die freie Welt raus und berühren irgendwas und bis zu 50, 60 Mal in der Minute, statistisch gesehen, haben wir die Hand im Gesicht und es kommen Bakterien, Viren, sonstiges rein. Was meint ihr, was passiert? Bam, ganz genau. Nicht der Muskelkater passiert, sondern Krankheiten können entstehen. Viel leichter als vorher. Ja? Denn wenn du wie bei der Muskulatur immer im Training bist, dann ist die Reizung nicht so schlimm, als wenn du monatelang nichts gemacht hast und plötzlich machst du einmal intensives Krafttraining. So ist das mit dem Immunsystem auch. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Gerne nochmal anschauen, gerne weiterteilen. Das einmal dazu. Also schützt und stärkt euer Immunsystem genauso wie auch den Muskel. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir brauchen das. Das ist ein schönes Zusammenspiel. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt stabil. Ich freue mich, teilt das Video und abonniert den Kanal und läutet die Glocke und was weiß ich, was man so sagt. Ja, viel Spaß. Ich bin's, euer Coach Markus. Wir sehen uns beim nächsten Mal.